Mehr als 500 Jugendliche und junge Erwachsene haben an 5 Tagen die 5 Hauptstellen der Volksbanken in Dortmund, Hamm, Unna, Castrop-Rauxel und Schwerte gestürmt. Sie alle wollten mehr zum Thema Karrierefaktor Körpersprache erfahren und die meisten wussten schon, was gar nicht geht. Also ich mag es gar nicht, wenn Leute jetzt den Kopf so zum Himmel gestreckt haben, aber auch genau das andere Extrem. Am schlimmsten finde ich es, wenn jemand mit dem Kugelschreiber tippt oder wenn jemand seine Hände nicht unter Kontrolle hat. Damit solche Fauxpas erst gar nicht passieren, war Arvid Nienhaus vor Ort. Der Körpersprachentrainer vermittelte anschaulich, praxisbezogen und zum Mitmachen, wie man richtig mit dem Körper kommuniziert. Der entscheidende Punkt für eine gute Körpersprache ist wirklich, darauf zu achten, auf die Momente, wo wir uns gut fühlen und wo wir auch eine gute Wirkung auf andere Menschen haben. Wirklich auf die guten Momente zu achten, wirklich mal hinzuschauen, was mache ich dann eigentlich, wenn ich eine gute Wirkung habe, und davon mehr zu machen. Locker, positiv und cool zu bleiben, ist aber gerade in stressigen Situationen wie einem Bewerbungsgespräch besonders schwer. Beim Bewerbungsgespräch ist wirklich am wichtigsten, dass ich nicht versuche, perfekt zu sein. Das baut Druck auf, anstatt dessen lieber zu gucken, okay, was kann ich wirklich machen, um aus dem Gespräch eine gute Beziehungsebene zu dem anderen zu machen und nicht einfach mich zu sehr darauf versteifen, ich muss die und die Worte sagen, um perfekt zu wirken. Und dann gleichzeitig natürlich auch meine Körpersprache anzupassen, dass ich Nervosität richtig umleite und nicht anfange, auf dem Kuli rumzuklicken, sondern meine Hände dahin lege, wo sie für mich angenehm sind. Zum Abschluss verloste die Volksbank noch einen Startergutschein in Höhe von 250 Euro für Kosten rund um die Bewerbung. Zwar konnten den immer nur eine oder eine gewinnen, aber alle konnten ganz viel Neues mitnehmen. Ich nehme heute auf jeden Fall mit, dass ich mich auf die Sachen fokussieren kann oder soll, die ich wirklich kann und die mir Spaß machen. Wenn ich zum Beispiel zum Bewerbungsgespräch habe, habe ich heute zum Beispiel, sag ich mal, mehr Informationen darüber bekommen, was ich besser machen kann und wie ich mich besser vorbereiten kann. Auf jeden Fall. Das Event kam so gut an, dass die Dortmunder Volksbank jetzt noch mehr Jugendmarktveranstaltungen plant. Wir wollen unseren jungen Kunden einen Mehrwert bieten. Aber nicht nur das, viele reden heutzutage über das Thema Digitalisierung. Und wir führen diese Jugendmarktveranstaltung heute zum ersten Mal durch, weil wir bewusst wieder die jungen Kunden in die Bank holen wollen. Und man sieht, dass das auch ein voller Erfolg geworden ist.